Also man merkt in den Videos noch, dass mit fortschreitender Zeit der Ton sich wieder ein bisschen verschiebt zum Video. Ich kann momentan leider nichts dran ändern. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht mal ein anderes Aufnahmeprogramm nehmen. Ich nehme momentan immer Virtual Dub, das ist ziemlich simpel und effektiv. Das wird ein kleiner Vlog und zwar wollte ich auch mal jetzt darüber erzählen oder finde ich es auch mal interessant darüber zu erzählen, was ich für Schwierigkeiten mit dem Rohkostreinigungsweg habe und wie ich das gerade mache. Ich war übrigens gerade joggen und ich finde, das sieht man auch im Gesicht. Ich finde, nach dem Joggen, also bei mir ist es zumindest so, sieht man einfach sofort besser aus. Also ich merke sofort auch die Auswirkungen. Aber ich habe ein bisschen Augenringe heute gekriegt, hatte ich die ganzen Tage nicht. Ich habe nämlich mich wieder mit konventionellem Obst vergiftet. Ich habe vom Supermarkt halt wieder was ausprobiert. Da gab es jetzt Orangen aus Italien. Laut meiner Pestizid-Tabelle, Liste, sollen die aus Italien nicht belastet sein oder fast nicht. Die meisten Orangen sind halt belastet, konventionell, und die meisten kommen aus Spanien und aus Italien sollen halt nicht so belastet sein. Konnte ich jetzt nicht bestätigen und das hat mir krass die Energie geraubt und ja, und wenn halt sowas passiert, ist das bei meinem Reinigungszustand so, dass ich dann halt wirklich rumliege und leide bei der Vergiftung, weil die so heftig ist, die Vergiftung. Mittlerweile, weil der Körper einfach keinen Fettgiftpolster mehr hat und das dann direkt in den Blutkreislauf kommt. Ja, wobei ich sagen muss, nach dem Trockenfasten, also direkt nach dem Trockenfasten, beziehungsweise nicht direkt, 10 Tage nach dem Trockenfasten, also direkt nachdem der Stoffwechsel sich wieder erholt hat, was zweimal so lange dauert, wie man trocken gefastet hat, also im Trockenfasten, da war es so, dass die Gifte ziemlich schnell wieder rausgeleitet wurden und ich dann auch weniger Probleme hatte sogar mit, ja, wenn ich zum Beispiel konventionellen Weizen gegessen hatte, und das hatte ich auch einmal gemacht. Also ich hatte mich einmal geerdet, irgendwie mit Amaranth, das hatte ich erzählt, mit gekochten Amaranth, weil ich will, das hatte ich schon mal erzählt, ich will nicht alles nochmal erzählen. Und ja, ich war dann einfach so begeistert davon, wie schnell, also wie widerstandsfähig der Körper durch das Trockenfasten geworden ist, dass ich das auch nochmal ausprobieren wollte, wie schnell ich jetzt wieder von konventionellen Weizen vergiftet. Und ich muss sagen, das konventionelle Weizen ist echt das Schlimmste. Da sind die meisten Gifte drin direkt nach konventioneller Schokolade. Also es ist heftig gespritzt, das Zeug, und überhaupt nicht zu gebrauchen. Naja. Aber durch diese Vergiftung, also ich habe da auch noch ein paar andere Sachen gegessen gehabt. Durch die Vergiftung hat der Körper sich, ist der Körper wieder weniger widerstandsfähig geworden insgesamt, aber gleichzeitig, weil ich jetzt wieder durch Rohkost wieder diese Stoffe zumindest entgiftet habe, ist es so, dass ich die Sensibilität wieder habe, der Giftspeicher weg ist oder die Gifte weg sind, aber die Widerstandsfähigkeit nicht in dem Maße zurückgekommen ist, wie 10 Tage nach dem Trockenfasten oder nach dem Trockenfasten. Das heißt, dass ich jetzt wieder nicht so effizient ausleiten kann, diese Sachen. Und ich habe aber keine Lust, schon wieder jetzt ein Fasten zu machen, damit ich diese Widerstandsfähigkeit zurückgewinne. Das wird alles viel zu chaotisch und da bin ich geistig überhaupt nicht mehr bereit zu momentan schon wieder. Ne. Also da müssen noch mindestens 2 Monate in die Lande gehen. Ja, also hat nicht geklappt mit dem konventionellen Obst. Ich werde jetzt meine Experimente mit konventionellen Nahrungsmitteln, besonders Obst, auch abschließen. Also ich habe jetzt noch konventionellen Spinat gekauft, muss ich zugeben. Und der ist laut meiner Liste nicht belastet wie die meisten Gemüsesorten, aber also mit Pestiziden. Trotzdem habe ich gelesen, dass da halt viel Nitrat zum Beispiel drin ist. Aber trotzdem schätze ich die Wirkung nicht so schlimm ein wie Pestizide im Obst zum Beispiel. Ja, konventionelle Honigmelonen schmecken mir auch nicht mehr, sättigen mich nicht wirklich. Also seitdem ich diese von Quinta Shopping oder allgemein reif geerntete Früchte probiert habe, besonders auch die Grapefruits, habe ich eigentlich keine Lust mehr auf diese konventionellen Sachen, auch wenn die nicht belastet sind. Also mir bringen die einfach nichts. Sie haben gar keinen Wert mehr für meine Ernährung. Also ich lebe halt sowieso nicht von diesen Dingen. Und warum soll ich mir das dann
reinziehen, wenn es nicht schmeckt und wenn es auch sonst keinen Sinn hat. Also Obst esse ich halt nur zur Reinigung, das brauche ich nicht mehr so stark, deswegen esse ich jetzt halt Früchte, die weniger Zuckeranteil haben oder Zucker halt das Reinigende an den Früchten ist und natürlich auch das Wasser. Das Zweite ist einfach Obst zu essen, um sich anzuregen und das brauche ich eigentlich nicht unbedingt, manchmal schon. Aber ich gehe eigentlich immer mehr in die Richtung, dass ich keine Lust mehr habe auf diesen anregenden Zucker. Und dann wirklich halt sowas wie Wildorangen bevorzuge. Wildorangen, die riechen wie Zitronen, haben eigentlich gar keine Süße, sind ein bisschen bitter, ein bisschen säuerlich, aber halt nicht so stark wie Zitronen. Sind eigentlich noch recht mild, besonders entsaftet und die mag ich momentan auch sehr. Und Papaya mochte ich ja sowieso schon immer. Papaya hat ein Drittel nur des Zuckergehalts wie andere Melonen zum Beispiel. Sowas esse ich eigentlich lieber. Und was mich halt am meisten noch interessiert an Obst ist halt der Biophotonenanteil. Also das ist im Prinzip das gleiche wie Prana. Und in den Grapefruits, zum Beispiel, wo ich auch berichtet hatte im vorletzten Video, die sättigen mich genau aus diesem Grund dann halt viel mehr. Und warum sollte ich dann noch die konventionelle Früchte essen, die mich dann, wovon ich viel mehr essen müsste, um diesen einen Effekt, der mich daran noch interessiert, zu bekommen? Und da habe ich keine Lust mehr darauf. Also mittlerweile habe ich jetzt diese Experimente mit konventionellem Obst, aber auch Bio-Obst, welches nicht reif geerntet ist, ist auch nicht so das Beste. Und die habe ich abgeschlossen. Manchmal esse ich das halt noch, um mich zu sättigen oder weil ich einfach Bock drauf habe. Deswegen esse ich manchmal schon so 3 Bio-Bananen oder auch 5 Bio-Bananen maximal. Vielleicht, weiß nicht, einmal die Woche oder zweimal die Woche. Kann auch mal vorkommen, Trockenfrüchte zu essen, aber da möchte ich halt eher weg von, weil ich halt gemerkt habe, dass mir das einfach gar nichts bringt irgendwie, nur dass ich mich am nächsten Tag ein bisschen blöder fühle. Ansonsten weiß ich nicht. Meistens ist es so wirklich, dass ich dann Lust habe auf diese zuckerhaltigen oder nicht zuckerhaltigen Sachen, dass ich einfach Gelüste allgemein verspüre, wenn meine Mineralspeicher nicht mehr gefüllt sind. Weil ich habe immer noch so im Kopf von früher, weil ich so ein Getriebener war, sage ich mal. Unterbewusst hatte ich wahrscheinlich einfach den Drang, mich zu reinigen. Deswegen habe ich immer versucht, maximal Sport zu machen bis zu körperlichen Grenzen. Worauf wollte ich hinaus? Ich echt den Faden verloren, weil dieses Auto, das mir da vorbeifahren, ist so laut und ich kann das nicht ignorieren. Ich kriege das immer sofort mit und es ist mega laut, weil die nur 4 bis 5 Meter an mir direkt vorbeifahren, ohne Witz. Ja, das muss ich schneiden, wa? Also ich war erstmal Bananen. Ach ja, dann Trockenfrüchte, genau. Meistens habe ich dann Lust, so einfach so Gelüste, wenn halt meine Mineralspeicher leer sind und wenn ich dann halt Gemüse esse und so weiter, dann ist das weg, dann habe ich auch keinen Hunger mehr, da kriegt man sozusagen eine Hungersperre. Besonders bei, oder halt eigentlich nur bei dunkelgrünem Blattgemüse, was mineralstoffreich ist, oder wenn man auch mal 2 Köpfe Salat isst oder so. Und genau, weil ich immer noch den Mindset habe, so viel wie möglich zu machen, wegen diesem unterbewussten Reinigungsdrang, früher zumindest ist das ein Reinigungsdrang gewesen, der hält jetzt aber sozusagen noch nach. Deswegen habe ich immer noch dieses Verlangen und deswegen mache ich dann auch immer maximal auch was im Sport und so weiter, so dass ich immer meine Mineralspeicher und ich will auch dann maximal entgiften und sowas. Und damit zehre ich natürlich extrem an meine Mineralspeicher und auch weil ich mich letztens halt wieder, wie gesagt, vergiftet hatte. Und deswegen spüre ich halt deutlich, wie oft meine Mineralspeicher ziemlich leer sind. Wenn ich einen Tag schon kein Gemüse esse, fühle ich mich eigentlich schon unwohl und kann meine Leistung auch im Sport nicht bringen. Wenn ich auch zu viel Gemüse esse, dann steht das ins Gegenteil um. Dann kann ich die Leistung auch nicht mehr so erbringen. Ich habe da schon das Gefühl, dass es mittlerweile, ich habe mich halt wirklich hochkatapultiert, wirklich in mehrere Stufen übersprungen und so weiter, das alles ziemlich schnell gemacht. Und jetzt ist der Körper eigentlich so von Schlacken befreit, dass der Stoffwechsel ist einfach nicht. Der Stoffwechsel hat nur damit was zu tun oder existiert nur deshalb, um Gifte auszuleiten.
der Stoffwechsel, der herrscht, wenn die Gifte nicht mehr da sind, der ist eigentlich ziemlich gering. Werden natürlich trotzdem noch Stoffe ausgewechselt, dadurch, dass man atmet und so weiter, ist ja auch ein Stoffwechsel. Aber der ist halt ziemlich gering und weil er so gering ist, werden neue Gifte dann auch ziemlich langsam wieder ausgeleitet. Wenn man sich dann aber wieder vergiftet, also sehr viele Stufen wieder zurückklettert, dieser Reinigungsstufe, wie zum Beispiel halt einfach gekocht, vegan, konventionelles Weizen nehme ich jetzt zum Beispiel mal, dann kann man das wieder nicht so schnell ausleiten. Und dann befindet man sich so ein bisschen in der Zwickmühle eigentlich, weil man auch nicht diese Schritte zurückgehen kann, damit der Stoffwechsel wieder hoch ist oder der Körper sich daran gewöhnt hat an einen höheren Stoffwechsel. Und um das halt wieder schneller zu entgiften. Man sagt halt auch, wenn man halt nur vom Prana lebt, also nichts mehr isst und nichts mehr trinkt, dann kann man auch nicht mehr entgiften, weil der Stoffwechsel einfach nicht mehr da ist. Oder fast nicht mehr da ist, außer man macht übertrieben Sport. Und ich bin jetzt halt in so einer gewissen Vorstufe davon, wo ich halt, kann man am besten festmachen. Also Kalorien bringen eigentlich nichts, aber daran kann man ganz gut sehen. Also ich esse halt seit 8 Monaten ungefähr 1000 Kalorien am Tag, manchmal 1500. Und das ist halt schon, und halt Rohkost überwiegend, also fast immer. Das ist halt schon so eine Art Vorstufe davon. Und da kann der Körper es auch nicht mehr genug raustragen. Das heißt, es gibt einfach keinen Weg mehr zurück. Wenn man halt zu sehr zurückgeht, dann befindet man sich in der Zwickmühle und macht sich wirklich kaputt und den Körper kaputt und verzögert alles extrem und so weiter. Und deswegen ist es eigentlich wirklich ratsam, da nicht zu schnell voranzugehen. Und deswegen ist der Grund, warum ich mich jetzt ab jetzt auch total hüte, zu weit zurückzugehen. Also was ich vielleicht mache, ist, wenn es absolut nicht mehr geht und die Planung auch nicht geklappt hat, dass ich zum Beispiel momentan kein grünes Gemüse habe oder kein Geld mehr habe oder sowas, dass ich zur Erdung oder sowas, vielleicht einmal im Monat wird es das vorkommen oder 2 Monate, dass ich so 3 gebackene Süßkartoffeln esse oder sowas. Aber weiter zurückgehen werde ich nicht mehr. Also gedünstetes Gemüse, gebackene Süßkartoffeln kann ich zwar eigentlich nicht gut verdauen, muss ich meditieren und so weiter, aber ab und zu geht das. Aber ich habe wirklich kein Bedürfnis danach. Ich habe eigentlich nur Bedürfnis nach reif geernteten Früchten, nach Wildfrüchten, nach Wildkräutern, ein bisschen halt grünes Gemüse. Und sonst habe ich ein Bedürfnis, das größte Bedürfnis habe ich einfach nach Bewegung, nach aerober Bewegung, das ist das wichtigste, aerobe Bewegung. Das ist halt wirklich das, wovon wir eigentlich leben, von Bewegung, von Freude, positive Emotionen. Ja, das sind einfach die Dinge. Fallen gerade nicht noch mehr Dinge ein. Also eigentlich allgemein alle positiven Emotionen. Irgendwie Freunde, Freude, Liebe, Bewegung einfach, das generiert die Energie, wovon wir leben. Und ja, deswegen interessiert, also ich habe den Hunger besiegt, ich habe keine Hungerheilkrisen mehr und so weiter, ich habe keinen Hunger mehr, sowas kenne ich gar nicht mehr. Wenn ich dann halt aufstehe und dann ist es für mich ganz normal, 4 bis 5 Stunden erstmal nichts zu essen, meistens auch nichts zu trinken jetzt. Und dann halt mein Sport schon zu machen, so dass ich ungefähr 16 Stunden jeden Tag faste, meistens Trockenfasten. Und dann denke ich mir, ja, jetzt könnte ich mal was zu mir nehmen. Und am liebsten habe ich dann wirklich was, was mich nicht anregt, weil mich das eigentlich schon aus meinen Eigenschwingungen rausbringt, aus meiner eigenen Energie rausbringt, wenn mich etwas anregt, was externes. Deswegen habe ich auch als Ziel halt nichts mehr sozusagen zuzuführen, aber es macht keinen Sinn, momentan zumindest nicht. Wie gesagt, nicht zu schnell alles machen. Und deswegen habe ich am liebsten eigentlich Wildfrüchte oder Grapefruits oder Papaya oder sowas. Und am liebsten auch einen Saft als erste Mahlzeit in Anführungszeichen. Und ja, dann dauert doch mal so 5 Stunden oder sowas. Und dann denke ich, weil jetzt sollte ich mal Mineralstoffe zuführen, weil ich halt wieder entgiftet habe. Weil der Körper halt immer entgiftet. Und um neue Gifte abzupuffern, die durch die Umwelt kommen. Oder wenn man, wie ich, halt so konventionelle Früchte wieder probiert hat. Und ja.
Dann esse ich halt meistens entweder einen Salat oder mit dunkelgrünem Blattgemüse ein bisschen oder eine rohe Suppe manchmal oder einfach dunkelgrünes Blattgemüse mit etwas Avocado gestrichen oder ich mache mir einen Saft aus Möhren mit dem Möhrengrün zusammen oder aus Wildkräutern oder bald werde ich mir wahrscheinlich auch aus Hafer oder anderem Getreide Gras züchten und dann Grassaft machen. Sowas halt. Und ja, wobei Möhren, also Wurzelgemüse, da stehe ich auch nicht mehr so drauf. Ist auch seltener. Sehr gerne habe ich Gurkensaft. Also es ist wirklich krass, wie Gurkensaft wirken, wie viel Energie das einfach liefert und wie reinigend das auch wirkt. Aber meistens reicht das von den Mineralien nicht, obwohl Gurken schon, obwohl man es nicht meinen mag, viel Mineralstoffe hat. Aber ich bin, glaube ich, immer noch nicht zu dem gekommen, was ich eigentlich sagen wollte. Was ich am Anfang gesagt hatte. Weil ich, das ist einfach jetzt einfach so ein Vlog, so ein spontaner Vlog. Das wollte ich auch mal wieder mal machen. Das habe ich ziemlich lange nicht mehr gemacht. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich hatte, also was ich für Probleme oder was für, bei mir für Probleme aufgetaucht sind oder womit ich halt nicht zu kämpfen habe, aber was Schwierigkeiten bereitet, ist dass das Bewusstsein, das muss jetzt erstmal nachkommen mit dem Körper. Ich habe es also bei mir so, dass ich immer noch quasi immer noch nicht fassen kann, wo ich mich mit meinem Körper befinde. Und wie kann ich das genau erklären? Also also ich habe das Gefühl, dass ich so aus der physischen Welt so ein bisschen rausgehoben bin. Also ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied zu vorher, dass mich auch zum Beispiel Kälte nicht mehr berührt und so weiter. Dass das den Körper gar nicht mehr berührt, Kälte oder sowas. Und dass das der Körper, dass im Körper absolute Ruhe herrscht. Es herrscht nicht mehr dieses Kochkostfeuer. Dieses Feuer, was das in einen bereitet und diese Stimulation und diese Anregung, diese Gepeitsche, es herrscht einfach absolute Ruhe. Es ist keine Stimulation mehr da. Man muss damit klar. Also man hat sich vorher immer stark stimuliert. Ich habe auch früher halt sehr viel gegessen. Ich habe mich ja auch noch stark durch Bewegung stimuliert und so weiter. Und jetzt ist die Stimulation komplett weg und man muss sich komplett 100% aus sich selber motivieren. Und das fällt den meisten Leuten schwierig. Und ich hatte in der Vergangenheit halt auch depressive Phasen und so weiter. Und da ist es dann auch schwierig, wenn man mal immer wieder auch in so depressive Phasen verfällt oder sich selber auch bewusst kreiert und dann noch keine Stimulation hat, sich dann da wieder rauszu eiern sozusagen oder rauszuwinden. Und ja, man hat auch nichts mehr. Ich habe mich früher halt daran festgehalten, dass ich halt einfach so viel trainiere und so viel mache, wie es einfach geht und bis ich körperliche Symptome wie Schwindel oder Kopfschmerzen kriege habe beim Training. Und meistens hab ich dann auch noch im Training meditiert und damit ich das noch hinauszögern konnte, auch wenn ich dann halt schon so gezittert hatte beim Training, dann habe ich einfach noch eine Wiederholung gemacht, hab's einfach meditiert, damit ich halt noch mehr schaffen kann und habe da eigentlich schon meine Grenzen stark erweitert. Jetzt ist es einfach so, dass keine Grenzen mehr existieren und dann kann ich mich daran nicht mehr festhalten. Also ich habe halt, egal wie viel ich trainiere, die körperlichen Symptome sind einfach nicht mehr da und es ist auch einfach nicht mehr sinnvoll, so viel oder so an Grenzen zu trainieren, weil ich halt merke, dass das einfach der Gesundheit nicht mehr zuträglich ist. Aber man hat dann nicht mal so diese Struktur. Also man muss sich jetzt eine ganz komplett neue Struktur, eine neue Ordnung, eine neue Regelmäßigkeit aufbauen. Das ist schon auf jeden Fall ein anderer Schritt. Aber sonst habe ich persönlich eigentlich keine Probleme damit. Also ich bin, wie gesagt, vom Hunger geheilt. Das habe ich geschafft und deswegen habe ich keine Gelüste oder sowas. Und was halt noch manchmal der Fall ist, also Umweltgifte, damit habe ich halt einige Probleme und mit negativen Schwingungen aus dem Umfeld, sage ich mal so, wo man sich dann halt erden muss. Also manchmal fehlt mir auch die Erdung, damit habe ich noch ein Problem, da müsste ich mir mal so ein Erdungskabel basteln. Wenn die Spannung, die Eigenspannung 0 Volt beträgt, dann ist man geerdet und dann kommt alles, was sozusagen auf einen einprasselt, wird dann wieder rausgeleitet.
Das Einzige ist halt bei mir der Sport, wo ich dann Sachen ausleite wieder. Was man so am Tag so auf sich nimmt, alles, das kann halt alle möglichen Schwingungen sein. Und das nimmt man halt noch viel sensibler wahr, weil da der Körper ist einfach so rein, dein Geist ist auch so klar geworden, die Zirbeldrüse ist entkalzifiziert, sensibler geworden für solche Schwingungen. Das ist eine Umstellung, sage ich mal. Es ist nicht so, dass man damit nicht klar käme oder sowas, aber es ist eine Umstellung und es ist eine grundlegende Umstellung. Also das eigene Weltbild ist auch nochmal total auf den Kopf, sage ich mal. Dass halt wirklich das Geistige und das eigene, individuelle Geistige das Grundlegende für alles ist und alles entscheidet und auch das meiste steuert und steuern kann. Und dass vieles, was halt vorher unbewusst gesteuert wurde, jetzt auch noch bewusst wird. Also auch die spirituelle Entwicklung, die explodiert nahezu. Aber das sind halt so die Probleme oder halt Umstellungen, die da auftauchen. Und das ist halt schon, man kann halt schon auch, wenn man es zu schnell macht, also deswegen kann ich auch verstehen, warum die meisten halt nicht so schnell vorangehen. Man kann halt wirklich verrückt werden, kann man da. Man kann andererseits halt ja einfach an dieser Sensibilität zugrunde gehen und deswegen kann ich wirklich nicht empfehlen, für die meisten Leute das so schnell zu machen. Also ich bin eigentlich glücklich momentan, muss ich sagen. Ich habe jetzt keine größeren Probleme, aber es sind halt welche, die ich halt hatte und teilweise noch habe und ja, die ich einfach bearbeiten muss, sage ich mal so. Ist jetzt halt kein großes Problem, aber es sind halt Dinge, die ich bearbeiten muss. Ja, damit beende ich mal diesen